Hallihallo. Elden Ring geht weiter. Ja, wir haben zuletzt hier aufgehört beim Bestienkleriker Gurang. Da sind wir noch hingeportet mit so einem Portal. Das wurde uns empfohlen von diesem komischen Typen. Ich glaube, da heißt einfach nur die. Ja, und von hier aus machen wir jetzt auch gleich weiter. Beziehungsweise nicht hier, sondern wir gehen in den Mistwood, in den Nebelwald zurück in Limgrave. Und von da aus geht die Reise weiter. Und zwar, ich habe jetzt mal nebendran die Interactive Map auf, weil ich nicht unbedingt an 50.000 wichtigen Dingen vorbeirennen will, die ich eigentlich in Erinnerung habe. Deswegen habe ich die mal auf, um mich daran zu erinnern, dass hier oben steht irgendwo der gute Kenneth Hyde, oder wie der heißt. Und für den müssen wir seine Festung wieder erobern. Das werden wir auf jeden Fall die Folge schaffen, denke ich mal. Weil so schwierig ist das, glaube ich, nicht. Also ich hoffe zumindest. Könnte auch sein, dass ich mir das nur einbilde, weil ich spiele ja Magier. Der ist ja nicht so gut bewandert, der Gute. Der hat nicht so viel Lebenspunkte auf Brust. Der fällt ziemlich schnell um. Ja, hallo. Na klar. It's very kind, but, no. No, but the help is very much appreciated. Even from a tarnished. Ah, ja. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me. Kenneth Hyde. Next in line is the rightful ruler of Limgrave. Young tarnished. I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool and plumb mad to boot. Die Nase, ey. Obsessed with blood. Okay, okay, das mache ich, glaube ich. A kiss goodbye? Das wäre nett. My fort lies to the south, beyond the Mistwood. Take it back for me. Oh, I see. You wish to know the reward. Fret not. The great Kenneth Hyde is known for his considerable largesse. The celebrations will be lavish indeed upon the üppiges Fest. Okay. Ja, da hat er mich schon überredet, da gehen wir rein. Aber auf dem Weg dahin gehen wir auf jeden Fall noch hier vorbei. Am Baum, den sehen wir. Und hier ist noch eine Ruine, da müssen wir, oder da gehen wir auch noch vorbei. Die markiere ich schon mal. Ja, ja. Zuerst gehen wir zum Bäumchen und vielleicht machen wir auch schon den Eingang zum Untergrund auf, zum, wie heißt das, Siofra, Seam Siofra oder Siofra River. Wie gesagt, ich habe es auf Englisch durchgespielt, aber ich glaube, es heißt Siofra River, also im Englischen, ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, diese Untergrund-Dingsbums, halt dieses riesige, der riesige Untergrundfluss. So, jetzt habe ich es. So, niederer Erdenbaum, was gibt's hier Schönes? Was haben wir hier? Aha. Zwei Tränen für diese Flasche, die ich gefunden habe. Letzte oder vorletzte Folge. Ich glaube, vorletzte war es. Wird die Flasche gesnackt. Jetzt ist der Baum auch eingetragen. Gut. Da hört man schon ein Heulen. The one and only waifu da oben. Was haben wir denn hier Schönes? Goldschimmernder Kot. Lecker, lecker, lecker. Oh Gott. Ach du Heilige. Liegt der hier schon immer? Oh nee. Gar kein Bock. Wenn der mich sieht, bin ich safe tot. Ich sag's euch. Also wenn er aufwacht. Schatztruhe voraus. Achtung, Schatztruhe. Oh. Ja geil. Gib mal her, das Ding. Was haben wir da Schönes? Schmiedestein 2. Nicht schlecht. Apropos Schmiedestein. Ich... Schrei doch nicht so, der Bär wacht auf, ey. Mensch. Apropos Schmiedestein. Ich sollte dann mal mein Schwert, glaube ich, auch upgraden. Ich habe ja die Tafel rund fest und den Schmied freigeschalten. Da sollte man irgendwann noch dran gehen. Jetzt muss ich mal gucken. Hier gibt's doch, hier gab es doch auch irgendwo ein Dingens, ne? So ein Keller kann das sein. Nicht, dass der Bär jetzt drauf liegt. Das wäre nicht so geil. Oder gab es hier nur eine Schatztruhe? Da drüben ist nichts.
Man sieht ja eigentlich, ob das ein Eingang ist oder nicht. Der liegt drauf. Oh Mann, ey. Hallo Bärchen. Tschüss Bärchen. Ich hab gar keinen Bock gegen die zu kämpfen. Das sind so ziemlich die härtesten Brocken im ganzen Spiel. Keine Falle voraus, aber Objekt voraus. Ich glaube ihnen jetzt einfach mal. Okay, es ist ein Schatz. Axt-Talisman. Ah ja. Was machst du denn, Guder? Verbessert aufgeladene Angriffe. Ja. Ja. Ist für mich nicht so hilfreich. Aber wir haben ihn. Oh Gott, ey. Oh Gott. Weg hier. Bitte nicht aufwachen. Bitte nicht aufwachen. Diese Viecher, ey. Blight, der Halbwolf, hockt da oben. Den kann man ja eigentlich auch noch darunter holen, aber da muss ich mir erst noch einen speziellen Emote dafür holen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es den gab. Also ich bin mir nicht ganz sicher darüber, aber ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Was haben wir denn hier? Bereit für neue Geschäfte. Ah, da hockt ein Händler, oder? Ja, da ist ein Händler. Ha. Ja, moin. Willkommen. Ja, hallo. Komm, trade in our wandering emporium. Please, buy something. Ja. I'm hungry. I've been hungry so long. Please. Mhm. Würdest du vielleicht nicht hier oben hocken, sondern an der Straße? Mein Freund Schnürschuh. Wäre das einfacher, dich zu finden und bei dir einzukaufen? Ich habe natürlich nichts mehr auf Tasche, weil ich bei diesem fetten Echsenvieh gestorben bin. Ich glaube, du musst noch weiter hungern, mein Freund. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr, sehr leid. Jetzt... Da ist noch so ein Friedhof. Aber wir gehen jetzt sofort Hide und machen ein bisschen Action hier. Das werden wir tun. Bin ich richtig? Da ist es doch schon. Hier ist aber noch irgendwo Side of Grace, glaube ich. Ich glaube, hier hinten war das. Dort, da leuchtet schon. Jo. Schön. Gnade berühren. Verlorene Gnade entdeckt. Und jetzt gehen wir da rein. Achso, warte mal. Ich könnte ja eigentlich auch wieder auf mein treues Ross hocken. So. Oh. Jesus Gott. Wer schießt denn da? Seid ihr verrückt? Also echt? Ihr Spinner. Lasst mich mal in Ruhe. Oh Gott. Ich glaube, ich habe gerade die komplette Attention auf mich gezogen hier. Kommt mir jemand hinterher? Was schießt ihr jetzt auf... Die Viecher oder auf mich? Die haben da... Doch, die schießen da unten auf die Viecher. Okay. Ja gut, dann... Der hat mich noch gesehen. Oh. Ajo. Komm her, Pauli. Autsch. Na, das sticht schneller zu wie ich. Achso, nett. Warte, ich helfe dir. Ups. Falschen Geholfen. Passiert. So, weg mit dir. Okay, dann halt so. Schreien jetzt herum da unten, Mensch. Komm. Klasse. Vorbeigezaubert. Jetzt aber. Mann, 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 du. Oh, da ist ein Ding, eine goldene Saat. Geil. Das hatte ich ja komplett vercheckt. So, weg mit dir, du Fisch. Schießen sie doch nicht auf mich, Mensch. Oh nein, da ist noch ein Kürbiskopf. Oh. Oh nein, ich habe ihn getroffen. Natürlich musste das sein. Oh, da kriegt er aber gut rein, du. Wenn ich nicht gerade den Kopf treffe, klasse. Natürlich treffe ich jetzt die ganze Zeit die Birne. Muss ja sein. Heia! Oh Gott. Stab. Noch einmal die Eingeweide gekitzelt. Kettenflegel. Ja, gut. Das war ja auch so ein Flegel, der Typ. Da stolpert jemand neben mir rum. Genau, du. Okay. Du Stinker. Komm. Ups.
Ja, den hätte ich jetzt finishen können, da hätte ich mir wieder ein bisschen Leben hergestellt, dank dem geilen Talisman, aber da war ich wieder ein bisschen zu schnell. Naja, kommt vor, passiert. Muss auch mal sein, ne? So, jetzt gehen wir da rein. Oder gehen wir erst nach hinten? Gab's da noch was? Ich weiß gar nicht, ob es hier was gibt. Pilze. Pilz suchen. Also Pilz gibt's da wohl. Was hat er gerade so gescheppert? Hallo? Jetzt weiß ich, was er gescheppert hat. Hör doch auf! Du Wahnsinniger, du. Bewirf mich doch nicht mit deinen komischen Bömmchen, du. Komm. Hex, Hex. Hi, noch so einer. Und ein Hund, oder? Nee. Eine Ratte. Du Ratte, du. Oh, die hält mehr aus wie die Bombenwerfer. Dein Ernst? Lass mal drüber hüpfen. Hör jetzt auf, das Zeug nach mir zu werfen. Da ist noch eine Ratte. Benehmen Sie sich doch. Hi. Wenn er die Fässer trifft, bin ich tot. Da ist nochmal eine Ratte. Die killt mich jetzt dann noch. Oh Mann, hüpf. Schlitz. Weg von den Fässern, bevor das in die Luft sprengt. Leben am Limit, ich sag's euch, Leben am Limit. So, raus mit dir, du Fisch. Oh, ouch. Geht's ihnen gut? Nicht so, okay. Ja, tut mir leid, wollte ich nicht. War mit voller Absicht. Das ist noch so... Diese Schweinepriesterratten. Ich bin da erstmal wieder raus. Hex, Hex. Oder uff. Wieso verbündet ihr euch mit den Ratten gegen mich? Was ist mit euch los? So. Jetzt aber. Jetzt haben wir, glaube ich, auch alle gekillt, weil wir haben Heilung und Mana zurückbekommen. Also Heiltränke und Mana-Tränke. Gut. Jesus Maria. Eieiei, da geht's wieder rund hier. Ich sag's euch. Gehen wir mal gucken, was hier oben noch auf uns wartet. Ich glaube, da steht noch ein größerer Ritter. Ah, der Vogel ist auch noch unterwegs hier. Hallo. Und tschüss. Schön. Zeit für dies Rache. Rache suchen. Ja, er hat mich nicht einmal wirklich getroffen. Von dem her ist da Rache technisch nicht viel zu tun. Oh, da steht... so einer ist das. Das wird unentspannt wahrscheinlich. Erstmal mein Schwert verzaubern. Oh Gott. Stimmt, der hat ja noch Zauber auf der Klinge. Okay, er pennt. Oder habe ich ihn wieder aufgeweckt? Egal. Was? Hör doch auf, du Wahnsinniger. Au. Hören Sie auf, ich trinke lieber nochmal was. Step, step. Sprung. Und Slice. Easy peasy. Weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Der war ja richtig einfach. Ja. So, Blutrose. Was haben wir hier? Hätte ich nur dies Riese. Gefahr, oh Gefahr. Okay. Okay, Junge. Gehen wir mal hier noch hoch. Hoch, genau. Gehen wir hier hoch. Lass mal hier hoch gehen, du. Da hätten wir wohl Fort Hyde auch geklärt. Dann müssen wir nur wieder zum guten Kenneth zurück und ihm sagen, dass hier clear ist. Muss ich mal aufpassen, ob hier was in den Türmen rumliegt, wenn hier so kleine Podeste sind. Gut, hier gibt's noch was. Ah, ich glaube, ich... Genau, das ist das halbe Medaillon für den Aufzug ins Altersplateau. Das braucht man irgendwann. Gut, dass wir das schon mal geholt haben. Da ist das schon mal von der Liste. Da brauchen wir beide Hälften für den Aufzug. Schöne Sache. Das hätten wir geklärt. Ja, jetzt müssen wir zum Kenneth. Am Zurückreiten ist, glaube ich, das Schnellste, was ich machen kann. Ja, doch, doch. Kann ich hier irgendwie übers Dach... Ich probiere es lieber nicht. Jetzt kill ich mich noch selber. So. Hui. Hui. Ah ja, guck an, da könnte noch was liegen. Nicht? Schade. Aber eine Blutrose.
brauchen wir fürs Crafting. Frag mich nicht für was, aber man braucht es sicherlich. Da ist noch eine. Nehmen wir mal mit. Die sind nicht so... die kommen nicht so oft vor, die Dinger. Deswegen stecken wir das alles ein. So, jetzt muss ich zu Kenneth. Weil von da oben runter geht auch ein bisschen länger. Deswegen können wir auch gleich so hinreiten. Ist hier noch irgendwas? Glaube nicht. Ne, wir reiten jetzt zu Kenneth. Dann haben wir die Sache abgehakt. Beziehungsweise dann müssen wir nochmal hier hin, wenn er hier hingereist ist. Ist das jetzt noch ein anderer Händler? Ne, das ist der Händler von vorhin, ne? Ich habe ein bisschen Kohle. Ja, zeig mal her. Das ist alles zu teuer, ne? Die Handbücher sind zu teuer. Das müssen wir uns irgendwie merken, dass er die Handbücher hat. Aber der ist ja auf der Karte zum Glück. Dann können wir uns das vielleicht irgendwie merken. Was haben wir hier? Kein Lügner voraus. Kein Lügner voraus. Oder ein Lügner voraus. Gute Frage, ne? So. Jetzt gehen wir erst zu Kenneth. Ja. Und dann schauen wir, was wir als nächstes machen. Wir könnten vielleicht auch so langsam mal Richtung Boss. Könnten wir schon mal machen. Was ist da vorne los? Fledermäuse. Ich bin doch richtig, ich bin doch richtig. Geh mal querfeld ein. Ich hoffe, dass ich keinen Bär über den Weg renne. Fledermäuse gehen ja noch, aber Bären nicht so. Vor allem nicht die Runenbären, die großen. Ist hier irgendwo der Baumkratzer? So, ach, was haben wir hier noch? Kenne ich das? Das kenne ich nicht. Ah, cool. Habe ich ja komplett verrallt. Ach so, das wäre gewesen, wenn ich von Limgrave hier runtergeritten wäre, hätte ich das gefunden. Stimmt. Schön. Hier werden wir noch schnell ein bisschen randalieren. Und wenn ihr euch fragt, warum, dann sage ich, weil ich es kann. So. Hex, Hex. Ihr Keks. Raus mit euch. Jetzt gehen wir zum... Was steht da unten? Ah ja, eine ganze Armee oder wie? Da muss ich auch mal gucken, ob da unten noch was rumliegt. Wenn die da alle so rumstehen. Jetzt gehe ich aber erst hier hoch. So. Und deine Festung ist befreit. Oh Gott, ja, spring am besten wieder runter. Was ist das, Sir? Remarkable. The Knight Commander dead. Already? Ja, ja, klar. A blessing if ever I chanced upon one. Da guckst du, ne? Fine work indeed. I doubt that it was your intention, but the deed is done and I commend you. Now. Gib her. This is your reward. Go on. It's yours for the keeping. Erdenstrahldolch. Ja. Right then. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demihumans. What's that look? You don't believe me? Well, under the Erd tree, co-mingling with the demihumans is made possible. Even the Vulgar shall not be left behind under the rule of True Order. Which is why I, Kenneth Height, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Okay, Chef, okay. Ah, yes. Would you like to enter meine Dienste treten? I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of the Erd Tree's true order. And who knows? Perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you? A fine accord, is it not? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Habe ich das jemals gemacht? Gab's das früher? Doch, das gab's, glaube ich. Nur die Questreihe hatte kein Ende früher. Und jetzt hat sie, glaube ich, eine. Ich nehme es mal an. Very well indeed. I knew I saw something in you. Ich bin Special, hat er gesagt. We shall hold the ceremony for your knighting there, I think. Nice. I see great things ahead of us. We are truly by the Erd Tree blessed. Das freut mich. Right then. Time for me. Zeiten die Festung, Halbmenschen wiederherstellen, jetzt wiederholt er sich. Gut, jetzt gehen wir schnell da runter und killen die Halbmenschen. Nee, ich will wissen, was da unten rumliegt. Wenn da so viele Viecher stehen oder ob das einfach nur da liegt, Loot. Ups. Achtung! Kopf. Entschuldigung. War mit Absicht.
Hex, Hex, hier, Hex. So. Ja, das war schwer. Da ist noch einer. Kabum. Da hinten steht noch einer. Stachelkeule. Cool. Was haben wir denn? Magiefett. Dafür bin ich hier. Okay, schrei nicht so rum, bitte. Weg mit dir. Autsch, autsch. Ich kann das auch. Ja, gut. Für das Magiefett bin ich jetzt hier runter. Naja. Da, komm. In den Rücken. So. Schön. Dann gehen wir jetzt zur Festung. Und reden da nochmal mit dem Kenneth. Und dann hatte ich gerade irgendeinen Gedankenblitz, was ich machen wollte. Habe ihn aber auch schon wieder vergessen. Also eigentlich so wie immer. Irgendwas wollte ich dann machen. Ah, ja, genau. Nein, ich weiß es wieder, was wir dann machen. Ja, ja. Ja, ja, ich weiß es wieder. Vielleicht vergesse ich auch gleich wieder. Aber jetzt habe ich es gerade im Gedächtnis. So. Warte, steht der jetzt überhaupt da, der Kerl? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Doch, der müsste jetzt da sein, weil da unten hocken diese Demi-Humans rum. Wie man sieht, hat das mit dem Frieden wiederherstellen nicht so gut funktioniert. Schreien jetzt herum, habe ich gedacht. So. Hier. Ja, was hier los ist. So, weg. Weg. Ja, weg. So. Blutrose nehme ich mit. Da auch so rumzuschreien. Dankeschön. Haben wir es jetzt. So. Schauen wir mal. Da steht er, ne? Da steht er. Genau. Moin. Ah, you, is it? Ja. I suppose you must have seen it by now, yes. The sorry state of my foot. Das habe ich vorhin schon erfahren. It is a foul fate for a land to be without a ruler. One must be found. With haste. And not that awful Godric. True and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. Mhm. I'm sorry to have lifted your hopes. Du kein Stress, Dicker. I haven't the authority to raise you to knighthood as things stand. The okay, great Kenneth dann nicht. Hight issues his sincerest apology. But now I must begin my search post haste for a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. Das Suche beginnen, Macht übernehmen in Limgrave. Ja, gut. Ich weiß, wer die Macht da übernehmen wird. So, jetzt passt mal auf, Freunde. Jetzt gehen wir ganz kurz in die Tafelrundfeste, also Tafel der Gnade, das Schwert upgraden, weil das wird ja das Schwert sein, mit dem wir das Spiel durchspielen. Jetzt muss ich mal gucken, der gute Dude steht nicht hier, sondern auf der anderen Seite. Ich verwechsel hier meistens immer noch die Seiten, Mensch. Gibt's das? Das gibt's, ja. So, moin Meister. Sag ich dir nicht, schmied mal ein bisschen meinen Zauberstab. Dankeschön. Waffe verstärken. Au, Dunkelschmiedestein. Ups. Ups. Ja, nee, das wird nix. Das wird nix. Das ist doof. Dann komme ich ein andermal wieder. Hier hat sich ja eigentlich auch nicht groß was getan in der Zeit. Ich habe ja noch keinen Boss gekillt. Dann können wir eigentlich auch wieder gehen. Ich hatte komplett verrallt, dass Dunkelschmiedestein für die Waffe braucht. Muss ich gucken. Muss ich gucken. Da wollte ich hin. Wir gehen jetzt. Ich hätte gesagt, wir fangen an uns mal in die Festung reinzukämpfen, beziehungsweise da kommt ja dann auch schon gleich der Boss. Oder ob wir davor noch kurz hier den Ding machen. Wir könnten den noch kurz machen da oben. Da steht so ein PvP-Dude rum. Und dann werden wir wahrscheinlich uns in die, wie heißt sie? Festung Sturmschleier, Sturmwind, nee, nicht Sturmwind, Sturmschleier oder so. Halt in die Festung kämpfen. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt wisst ihr so viel wie ich. Hallo Schweinchen.
So, Dele. Hier ist es, glaube ich, oder? Bin mir fast sicher. Oder nicht? Oh, ich bin ein bisschen zu weit links. Ja, gut. Hier ist es. Jetzt habe ich es gefunden. Genau. Hier sind ordentlich Blutflecken am Boden. Verrat voraus benötigt, außer Rüstung suchen. Der Rekusant Hericus. Komm her. Ich hab mal kurz meine Waffe. Jesus Gott, ich war noch am Zaubern, du Sack. Hör doch auf. So. Attack. Da schläft er. Oh. Jesus. Was ist das denn? Oh Gott, seit wann macht er denn sowas? So, komm, du kriegst richtig auf den Deckel, Digga. Da wird halt noch ein bisschen gezaubert hier. Da weiche ich zwar gut aus. Okay, ich glaube, ich heile mich dann lieber mal. Stab. Oh, ich hab verfehlt? Der ist mir doch ins Schwert gerannt, oder nicht? Habt ihr das gesehen? Also ich könnte schwören, der ist reingerannt. Zack, du bist raus, mein Freund. Raus bist du. Jesus Gott. Hammer-Talisman. Ja, gut. Jetzt holen wir uns schnell den Gegenstand. Ist das die Rüstung, oder? Nee. Ah, kleine rote Statue. Krummfinger, dass du landen. Genau. Mit dem Ding kann ich jetzt meine Beschwörungen hinlegen, wenn ich gegen andere Spieler kämpfen will. Und hier liegt aber, glaube ich, noch irgendwas rum, kann das sein? Oder nicht? Hier hinten ist safe nichts mehr, oder? Oder ist hier doch noch was? Hier ist auf jeden Fall ein Haufen Blut. Da haben Leute probiert, wahrscheinlich hinten um die Festung rumzulatschen. Um das Kolosseum. So wie es ausschaut. Hier haben wir nix. Was haben wir hier? Auch nix. Sieht nicht so aus. Hier auch nicht. Ich glaube, hier liegt nichts, aber wir gucken es uns trotzdem an. Nicht, dass ich doch noch irgendwas vergesse. Mit diesem komischen Geisterabbild, da sprechen wir auch gleich noch. Hier ist auch nichts. Das sieht hier auch noch nichts aus. Ja, gut, hier geht's wieder bergab. Da wollen wir nicht hin. Bergab können wir gerade nicht brauchen. Schön. Jetzt gehen wir mal gucken hier. Wo saß der? Hier saß der, ne? Hallo. Ups. Punkt, Punkt, Punkt. Ich wollte doch einfach nur kämpfen, als Krieger, bis zum bitteren Ende. Also warum? Warum, o führende Hand der Gnade, will sich diese Tür nicht öffnen? Weil da wahrscheinlich ein DLC drin ist. Deswegen. Also es gibt zu diesem... Ich weiß nicht, ob es zu diesem ist oder zu dem hier hinten in Caelid. Gibt es ein Video von einem Boundary und Exploit-YouTuber, der so Exploit-Zeug in From Software-Spielen aufdeckt. Und der hat rausgefunden, dass diese Kolosseum-Dinger von innen komplett austexturiert sind und aussehen wie richtig fertige Kampfarenen. Da stellen sich die Leute, glaube ich, schon seit der ersten oder zweiten Woche seit Elden Ring raus, stellen sich die Leute die Frage, ob das für PvP ist oder ob das mal was mit einem DLC zu tun haben könnte. Das ist schon spannend. So. Decided to bear the torch of my battle hearts. Nö, ich bin Zauberer. Ich dachte, der hat mir was zu sagen. Ja, gut. Wir werden mal kurz hier chillen, weil... Ist er noch da? Er ist weg, oder? Er ist weg, weil... Nu taucht hier der Spezi auf. Ach, Spezi taucht hier auf. Der hier. Oh Gott, ich glaube, das ist keine gute Idee, jetzt schon gegen den zu kämpfen. Hör auf. Genau, Bruder. Oh Mann. Jautsch, ouch, ouch, der haut ja böse rein, wenn er trifft, ey. Das ist ja übel, ist das.
Ja, genau. Was macht er? Was ist das für eine Fähigkeit? Das habe ich noch nie erlebt von dem Dude. Ich muss mal ganz schnell was trinken. Ich sehe dich nicht mehr. Können wir wieder vors Haus gehen vielleicht? Ist ein bisschen stressig hier, so ein Häuserkampf. Wo bist du? Hallo, mein Freund? Schnürschuh? Hat er jetzt echt ein Ding verloren auf mich, oder was? Yes, Gott. Nein. Oh Gott. Ich glaube, das ist keine gute Idee, so nah an dem dran zu stehen. Was macht der jetzt, den Bohrer? Oh, da hat der eine Range. Das ist ja übel, ist das. Eieiei, au. Wo ist das Schwert? Ich hab nichts mehr zum Heilen, ey. Shit. Ich weiß nicht, ob das schon was gibt auf dem Level. Wahrscheinlich nicht. Mir geht halt das Heil- und Mana-Zeug aus. Aber der taucht hier immer nachts auf. Von dem her können wir hier auch gerne mal wieder zurückkommen. Ich dachte jetzt, ich probier's mal und guck, wie das ist als Magier. Also wir können ihm schon gut Schaden reinhauen, aber der haut halt auch gut rein. Der haut richtig gut rein, der Typ. Gut, das werden wir, glaube ich, unterlassen fürs Erste. Müssen wir eigentlich einen Stufenaufstieg leisten? Glaube nicht, aber ich kann die Flasche. Yes. Machen wir 3-3 oder mal 4-2? Ja, wir machen wieder auf 3-3 hier. Ja, Stufenaufstieg reicht vorne und hinten nicht. Schön! Dann gehen wir jetzt hier an die Hütte am Sturmhügel. Und dann gehen wir in die Festung. Beziehungsweise dann kommt der erste Boss. Der erste richtige Boss. Ich hoffe, dass ich hier auf dem Level auch was machen kann, dem guten Herrn. Nee, noch nicht. Ich war noch nicht da. Das mache ich noch. Keine Sorge. So. Aber, was ich euch noch nicht verraten habe, ist, ich mache die Folgen jetzt ein bisschen kürzer, weil sonst komme ich jetzt wieder auf eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und das ist ein bisschen zu lang, finde ich, für eine Folge. Deswegen sage ich schon mal Tschüss an der Stelle. Das war's mit der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da werden wir gegen Margit kämpfen. Ich weiß nicht, ob wir den schon klein kriegen. Wir werden es uns angucken. Bis dahin. Geile Zeit. Man hört sich. Ciao, ciao.